700 Wohnungen oder Park, das ist der Konflikt im Mauerpark. Jetzt will der Senat Fakten schaffen und dem Bezirk Mitte die Planungen entziehen. Die Fläche sei von gesamtstädtischer Bedeutung, das könne nicht in der Nachbarschaft entschieden werden, so die Begründung. Mit diesem Schritt wird ähnlich wie im Fall der Buckower Felder die Bürgerbeteiligung ausgehebelt. Seit 1993 wird um die 10,5 Hektar gerungen. Das Grundstück ist ein ausgewiesenes Gewerbegebiet und in privater Hand. Die ersten Pläne des Investors sahen hauptsächlich hochpreisige Eigentumswohnungen vor. Doch nach einer 10-jährigen Diskussion wurde folgender Kompromiss erarbeitet. 700 Wohnungen im nördlichen Teil auf einer Fläche von 3,5 Hektar. 70% davon als Mietwohnungen. 120 Wohnungen baut das landeseigene Wohnungsbauunternehmen Gewerbach. Außerdem sollen 219 Studentenwohnungen entstehen. Hinzu kommen 43 seniorengerechte Wohnungen und eine Kita mit 80 Plätzen. Die restlichen 7 Hektar gehen an das Land Berlin, sodass der Mauerpark auf 15 Hektar erweitert werden kann. Dadurch kann dann auch das Brunnenviertel an den Park angebunden werden. Klingt eigentlich gut, aber die Bürgerinitiative 100% Mauerpark, die gerade einen Antrag auf ein Bürgerbegehren beim Bezirk zur Prüfung eingereicht hat, will, wie ihr Name schon sagt, keinen Wohnungsbau. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid würde das Planungsverfahren aber weiter verzögern und das will der Senat mit dem Schritt, das Verfahren an sich zu ziehen, verhindern. Bis Ende des Jahres soll verbindliches Baurecht auf dem umkämpften Areal geschaffen werden. Berlin brauche eine Neubauoffensive, um den Markt zu entspannen. Berlin hat in den vergangenen 4 Jahren 175.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewonnen. Potsdam hat 160.000 Einwohner. Also in den vergangenen 4 Jahren ist eine Stadt größer als Potsdam zu uns gezogen. Und das hat Konsequenzen auf dem Wohnungsmarkt und deshalb brauchen wir Neubau. Wir brauchen Instrumente zur Mietpreisdämpfung, die haben wir alle auf den Weg gebracht. Bündnis für soziales Wohnen, gestern die Umwandlungsverordnung. Aber wir brauchen dringend Neubau und da ist eine Größenordnung von 700 Wohnungen und 7 Hektar Parkerweiterung nicht mehr eine Frage, die in der Nachbarschaft entschieden wird, sondern es ist eine gesamtstädtische Frage. Die Menschen überall in Berlin müssen daran Interesse haben, dass gebaut wird in allen Berliner Bezirken. Herr Geiser, Sie wird jetzt sicher der Vorwurf treffen, dass hier Bürgerwillen ausgehebelt wird, weil es ja eine Unterschriftensammlung geben soll, die steht bevor. Was würden Sie dem entgegnen? Naja, ist der Mauerpark eine Frage, der in der Nachbarschaft entschieden wird? Also ist der Mauerpark quasi der Vorgarten der Menschen, die bereits dort über Wohnraum verfügen, über Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen verfügen und sagen, wir haben ja eine Wohnung, wir wollen, dass der Park größer wird? Oder ist es eine Frage, die die gesamte Stadt interessiert, alle Berlinerinnen und Berliner interessieren muss, dass wir die Mietentwicklung in der Stadt dämpfen? Durch diese große Nachfrage auf ein relativ geringes, die auf ein relativ geringes Angebot an Wohnungen in Berlin trifft, steigt die Miete überall in der Stadt. Das war Ergebnis des Wohnungsmarktberichtes, den wir in der vergangenen Woche vorgestellt haben. Wenn wir dort einen Riegel vorschieben wollen, wenn wir sagen wollen, wir nehmen nicht mehr hin, dass Menschen verdrängt werden, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, dann wird das nur funktionieren, wenn wir neue Wohnungen schaffen, neue Wohnungen bauen. Und das ist ein Interesse, das eben nicht nur die Nachbarn des Mauerparks interessiert und die Nachbarn des Mauerparks entscheiden dann darüber, sonst interessiert die Menschen in Spandau ganz genauso wie die Menschen in Neukölln oder in Marzahn-Hellersdorf, dass ihre Mieten nicht steigen. Und deshalb muss überall in der Stadt gebaut werden. Und genau das ist eben die Schlussfolgerung, die dann eben nicht mehr von wenigen tausend Menschen, die privilegiert am Mauerpark wohnen, entschieden werden kann, sondern es ist ein Interesse, das von der gesamten Stadt entschieden werden muss. Beispiel: Auch die Anwohner des Alexanderplatzes können nicht alleine über die Gestaltung des Alexanderplatzes entscheiden. Das ist der Platz in der Mitte der Stadt und der interessiert alle Berlinerinnen und Berliner. Wird das jetzt Schule machen? Also werden jetzt die Bezirke des Öfteren einen Anruf von Ihrer Verwaltung bekommen, so das Verfahren ziehen wir jetzt an uns, damit es schneller geht, damit hier zügig Entscheidungen getroffen werden können? Also wir haben die Möglichkeit, das bedeutet nicht, dass wir das in jedem Falle tun, aber was wir damit deutlich machen wollen, ist, dass wir entschlossen handeln und dass wir alle Instrumente zur Mietpreisdämpfung anwenden, alle Instrumente, um Mietentwicklung zu stoppen oder die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, Luxuseigentumswohnungen zu stoppen, aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass neu gebaut wird. Und diese Instrumente, die zeigen wir an dieser Stelle vor. Wir arbeiten aber gut mit den Berliner Bezirken zusammen und haben jetzt hier in Mitte das auch nicht im Konflikt mit dem Bezirk Mitte getan. Ich danke dem Bezirk Mitte ganz ausdrücklich für die Arbeit, die er in den vergangenen Jahren, seit 1993, muss man ja sagen, geleistet hat. Das passiert jetzt nicht im Konfliktfall. Aber wir sind an der Stelle schneller und deswegen tun wir das. Seit dem 16. Februar liegt der Bebauungsplan öffentlich aus. Bis
zum 16. März können Bürger Einwendungen vortragen. Die Bebauungsgegner sammeln deswegen eifrig Stellungnahmen von Bürgern gegen das Projekt. Aufgeben kommt für sie nicht in Frage und überrascht hat sie der Schritt von Andreas Geisel auch nicht. Also es ist nicht so, dass wir da nicht schon mal drüber nachgedacht haben, ob Andreas Geisel so etwas mit dem Bürgerbegehren Mauerpark machen könnte. Schließlich ist er in der Sache reingerätschen in ein Bürgerbegehren, da ist er ja Wiederholungstäter. Er hat das ja schon mal bei den Buchower Feldern gemacht. Und auch da waren wir bereits sehr empört darüber, weil ich finde, das ist ein absolutes Unding, mit so einem Taschenspieler, mit so einem verwaltungstechnischen Taschenspielertrick den eigentlichen Geist und den Ursprung der direkten Demokratie aushebeln zu wollen. Und ich finde auch wirklich, also ich bin moralisch empört über diese Art von Politikstil und finde, er sollte sich da eines Besseren belehren lassen und so etwas nicht tun. Wie wollen Sie jetzt weiter verfahren? Wir werden die veränderte Situation natürlich in unserer Bürgerinitiative, in unserer Mauerpark-Allianz beraten, werden sehen, was die rechtlichen Möglichkeiten sind, was die taktisch und strategisch günstigsten Möglichkeiten sind und dann werden wir darauf reagieren. Ich kann nur sagen, vorbei ist das noch lange nicht. Ihnen wird vorgeworfen, aus egoistischen Gründen Wohnungsbau zu verhindern und damit auch zu verhindern, dass der Markt in Berlin sich entspannt. Was entgegnen Sie dem? Also an diesen 700 Wohnungen wird das Wohnungswesen von Berlin nicht genesen. Das ist per Saldo schon mal ausgeschlossen. Und ich habe auch nichts gegen Wohnungen und gegen das Bauen. Ich bin nur der Meinung, es muss eine grundsätzliche politische Entscheidung her, an welchen Stellen wird gebaut und wo wird nicht gebaut. Und mit zur Daseinsvorsorge, mit zum Leben in der Stadt gehört eben auch Grünfläche. Es kann doch nicht sein, dass wir nur, weil wir jetzt den Hype haben, sämtliche Grünflächen zubauen. Also dann können wir ja auch auf die Idee kommen, wir bauen den Tiergarten zu. Da gehen ja noch viel mehr Wohnungen rein als in den Mauerpark. Also es muss schon klar sein, dass es auch in einer Stadt, die sich entwickelt, die wächst, die größer wird, Grünflächen und Freiflächen gibt und dass die auch für die Bürger notwendig sind. Und das ist der Grund, warum wir gegen die Bebauung des Mauerparks sind. Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus teilen zwar nicht die Forderung der Initiative 100% Mauerpark, sprechen sich also durchaus für Wohnungsbau im Mauerpark aus, sind aber entsetzt über die Vorgehensweise von Bausenator Andreas Geisel. Mit dem Schritt zu diesem Zeitpunkt zeige der SPD-Politiker, dass er auch kein Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Bau Vorhaben habe. Ich finde, es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass der Senat hier innerhalb von wenigen Monaten bereits zum zweiten Mal ein Bebauungsplanverfahren an sich zieht, genau in dem Moment, wo sich ein Bürgerbegehren formiert und im Beispiel Mauerpark in der Rechtsprüfung ist. Ich finde, es macht sehr deutlich, dass dieser Senat zu große Angst vor einer zu stark werdenden Stadtgesellschaft hat und ist nichts, was ich unterstützen kann. Nun heißt es in der Begründung, dass das hier ein gesamtstädtisches Interesse bedient, der Mauerpark, und dass es nicht sein kann, dass die Nachbarschaft, die ja Wohnungen hat, darüber entscheidet, ob hier gebaut werden soll oder nicht. Wissen Sie, normal ist, dass eine Verwaltung Pläne erarbeitet und dann in die Diskussion mit der Öffentlichkeit geht. Nicht nur mit der Nachbarschaft, sondern mit allen, die vielleicht noch Verbesserungsvorschläge haben, die ja nicht per se schlecht sein müssen. In genau diesem Stadion befinden wir uns. Der B-Plan liegt in der öffentlichen Auslegung. Und genau in so einem Moment als Stadtentwicklungssenator zu sagen, es interessiert mich nicht, was die Menschen in der Umgebung dieses Wohnumfeldes sagen, finde ich, ist eine derart arrogante Haltung gegenüber den Menschen, die in dieser Stadt wohnen, dass ich ihn ernsthaft auffordern muss, da nochmal in sich zu gehen und seine Haltung zu korrigieren. Nun wurde ja aber seit 1993 diskutiert und die anfänglichen Pläne des Investors ja auch entschieden geändert. Also wir haben jetzt hier die Gewobag mit drin, wir haben eine Kita, wir haben Studentenwohnungen und der Park geht an Berlin, sodass er erweitert werden kann um 7 Hektar. Also erstens hat es so lange gedauert, weil der Senat sehr lange in einer Vertragsschleife war und sich auch nicht um eine weitere Entwicklung gekümmert hat. Zum Zweiten ist es vollkommen normal, dass man bei so großen Stadtentwicklungsprojekten einfach ein paar Jahre braucht. Aber zum Dritten kann ich auch als Stadtplanerin nur sagen,
Schön, es gibt jetzt einen Vorschlag, da sind viele Aspekte berücksichtigt, aber eben nicht alle. Es gibt zum Beispiel ausgewiesene Kita-Plätze, aber die Grundschulfrage ist nicht befriedigend gelöst. Die Häuser sind zwar so ganz in Ordnung, aber sie stehen viel zu dicht aneinander. Und da muss man doch die Experten dieser Stadt dann fragen, findet ihr das so in Ordnung oder gibt es relevante Einwendungen? Ich habe solche. Und ich werde sie deshalb auch zu Papier bringen und eine offizielle Stellungnahme zum Bebauungsplan abgeben. Gut, Einwendungen kann man ja auch nach wie vor machen, egal jetzt, ob der Senat oder der Bezirk das Verfahren an sich zieht. Es geht ja vor allem, glaube ich, um die Initiative, die dort gegründet worden ist und die jetzt ja auch schon angefangen hat, Unterschriften zu sammeln. Und die wollen da ja gar keine Bauten haben, überhaupt keine Wohnung, nur den Park. Das ist die Position der Initiative. Es ist ihr gutes Recht, diese Position zu vertreten. Und es ist ihr gutes Recht, dazu ein Bürgerbegehren zu starten. Das ist nicht meine Position. Aber ich finde, wenn man Beteiligung ernst nimmt, dann muss man sie auch zulassen und dann muss man sie aushalten. Wenn der Senator meint, er hat die besseren Argumente, dann muss er sich auch nicht vor so einem Verfahren verstecken, sondern kann das einfach durchführen. Dass er jetzt deutlich macht, in der Auslegung des B-Plans, ich interessiere mich nicht für die Meinung der Nachbarn. Es kann hier nicht um Nachbarschaftsinteressen gehen. Finde ich, ist ein ganz falsches Signal, was man in die Bevölkerung aussendet. Ich glaube, das produziert nur viel mehr Widerstände, als dass es zu einer Befriedung und zu einer harmonischen Stadtentwicklung beiträgt. Am 17. März soll die Vorlage im Senat beschlossen werden. Bis Mitte Mai kann es dann noch dauern, bis der Senat das Verfahren in der Hand hat. Wir sind gewählt worden, um zu regieren und das tun wir jetzt. So die Worte von Andreas Geisel. Es gelte dem Risiko weiterer Verzögerungen entgegenzutreten. Es kann aber sein, dass genau dadurch ein neues Risiko erwächst, wenn nämlich die Vermutung um sich greift, dass die Einwendungen, die momentan eingereicht werden können, da der Bebauungsplan öffentlich vorliegt, eine reine Farce sind. Und dann wird der Protest vielleicht auch berlinweit um sich greifen.